Hallo, Madame Jenny hat mich zum Netflix-Tag getaggt und daran nehme ich sehr gerne teil, nicht nur wegen der Fragen an sich, sondern auch, weil ich ein bekennender Serien- und Netflix-Junkie bin. Also sowohl Netflix als auch der Prime-TV-Stick, über den ich ja dann auch Netflix gucke, sind bei mir sehr stark im Betrieb. Von daher passt es doch perfekt und ich habe mich sehr gefreut, dass ich dazu getaggt wurde. Dann fangen wir einfach mal direkt an. Mit der ersten Frage. Recently watched, das letzte Buch, das du beendet hast. Das ist in dem Fall dieses hier und zwar Nevermind von Edward St. Aubyn. Eine englischsprachige Ausgabe. Ich lese ja sehr selten englischen Print, was einmal damit zusammenhängt, dass die Druckqualität oft nicht so toll ist, wie ich finde. Und ich ja oft eher leichte Unterhaltung lese, die ich dann günstig auf meinen Kindle lade, weil ich das nicht als Buch im Regal stehen habe. Und auf diesen Autor hat mich Lotte Kind aufmerksam gemacht, beziehungsweise sehr neugierig gemacht. Und da ist es so, erstens sind die Cover wirklich sehr, sehr schön und zweitens ist das hier der erste Band von, ich glaube, fünfen. Und die gibt es im Deutschen nur in einer Gesamtausgabe. Und da war mir das Risiko einfach zu groß. Die ist relativ teuer, die kostet 40 Euro. Klar, für fünf Bände vollkommen in Ordnung. Nur, wenn mir schon der erste nicht gefallen hätte, hätte ich dann alles zu Hause gehabt. Ist die Geschichte eines Jungen in dem Fall, der dann aber noch heranwachsen wird im Laufe der Zeit, sehr intensiv, sehr grausam manchmal. Das ist auch die Geschichte seiner Familie, ein bisschen eine Geschichte von Dekadenz und ja, fand ich sehr gut. So, dann zweitens Top Picks. Ein Buch, das mir empfohlen wurde, aufgrund dessen, was ich schon gelesen habe. Das finde ich ein bisschen schwierig. Also, ich komme teilweise schon auf Bücher, zum Beispiel durch dieses Amazon, weil sie das und das gekauft haben, wobei es eher selten vorkommt. Und es ist selten, dass ich Empfehlungen bekomme aufgrund anderer Bücher. Was mir empfohlen wurde, das hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon zu Hause, aber es ist ja völlig egal, war tatsächlich die Held-Trilogie von Flix. Und zwar eben aufgrund dessen, weil ich vorher schon Graphic Novels gelesen hatte, weil ich gesagt hatte, ich möchte gerne noch mehr lesen und weil ich geäußert hatte, dass ich gern was Unterhaltsames, irgendwie Humorvolles in die Richtung lesen möchte. Und da wurde mir die Held-Trilogie empfohlen. Die hatte ich dann aber, wie gesagt, sowieso schon zu Hause. Sehr, sehr gut. Ein deutscher Comiczeichner, der, ja. Ich weiß nicht, warum ich hinten reingeguckt habe. Es hat mir keine relevanten Informationen verraten, die ich euch gerade mitteilen möchte. Nein. Der hier teilweise autobiografisches verarbeitet. Es ist sehr unterhaltsam und humorvoll, hat so einen schönen, ironischen, sarkastischen Humor und behandelt aber auch das Thema Depressionen auf sehr, sehr gute Art und Weise, sowohl auf erzählerisch gute Weise wie auch zeichnerisch ansprechende Weise. Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Es ist ziemlich dick, aber als Graphic Novel flott durchgelesen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Drittens, Recently Added. Das letzte Buch, das ich gekauft habe, ist unter anderem, ich habe es zusammen mit einem anderen Buch gekauft, aber ich zeige jetzt einfach mal nur dieses hier. Sputnik, Sweetheart von Haruki Murakami. Es musste mal wieder ein Murakami sein. Ich hatte einen Gutschein und ja. Es ist Murakami. Ich habe es noch nicht gelesen. Deshalb kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Ist auch ein recht aktuelles Buch von ihm. Also ist jetzt gerade vor kurzem, glaube ich, erst als Taschenbuch erschienen. Viertens. Popular on Netflix. Bücher, die, von denen jeder weiß, was ich gelesen habe und die ich nicht gelesen habe oder an denen ich kein Interesse habe, sie zu lesen. Ich sehe jetzt gerade, dass da steht, dass ich euch zwei zeigen soll, die ich gelesen habe und zwei, an denen ich kein Interesse habe. Ich habe jetzt hier nur eins, aber ich denke, damit können wir uns auch zufriedenstellen. Und zwar habe ich The Girls von Emma Klein ausgewählt, weil es ja wirklich ein Riesenhype war, gefühlt. Jeder hat es gelesen, man hat es überall gesehen und ich habe mich von dem Hype tatsächlich anstecken lassen. Ich hatte sehr, sehr großes Interesse an der Geschichte. Es war sowohl im englischsprachigen Raum schon sehr hoch gejubelt worden, bevor es im Deutschen überhaupt erschienen ist und danach auch im Deutschen. Und da das Ganze dasselbe Cover hat, ist es mir dann auch immer wieder ins Auge gesprungen. Hier geht es im Grunde um die Geschichte der Mädchen von Charles Manson, also um seine Sekte, um die Frauen, die ihm in gewisser Weise hörig waren und im Zuge dessen auch Verbrechen begangen haben und um ein junges Mädchen, das sich sehr von diesen anderen Frauen und Mädchen angezogen fühlt und da irgendwie mit hineingerät. Mich hat das Ganze leider nicht komplett überzeugt. Ich fand es sprachlich
zu weiten Strecken sehr, sehr unglaubwürdig. Es war sehr überzogen geschrieben, gewollt poetisch, gewollt philosophisch. Das mochte ich einfach gar nicht. Also es kam bei mir nicht so ehrlich rüber und damit habe ich immer sehr, sehr große Probleme. Inhaltlich dennoch ganz gut. Es ist auch nichts, was ich völlig verreißen kann, aber eben nichts für mich. Ein Buch, das ich auf gar keinen Fall lesen möchte und das man auch überall gesehen hat und immer noch sieht, weil auch immer noch dazugehörige Teile erscheinen, ist After Passion von Anna Todd. Allein die Bezeichnung After-Reihe ruft in mir nicht gerade ein Muss-ich-lesen-Gefühl hervor. Das Ganze wurde ja wahnsinnig gehypt und es hat mich von Anfang an eigentlich nicht interessiert, weil es überhaupt nicht nach meinem Geschmack klang. So dieses Hin und Her einer Beziehung und sie trennen sich und sie kommen wieder zusammen und das Ganze am besten noch über, fragt mich nicht, 5 Bände hinweg. Und dann gibt's jetzt die gesamte Nummer nochmal aus der Sicht des Typen. Da bin ich raus. Da bin ich echt raus. Ich lese auch Mist im New Adult-Bereich und so weiter, aber, oder was heißt Mist, aber eben leichte Unterhaltung und Hin und Her und Drama und so. Aber das, nee, danke. Kein Interesse. So. Fünftens, Comedies. Ein lustiges Buch. Da musste ich nicht lange überlegen. Ein lustiges, sehr empfehlenswertes Buch ist dieses hier. Wo steckst du, Bernadette? Von Maria Semple. Geht, einfach gesagt, um eine Mutter, die verschwindet und eine Familie, die versucht, sie zu finden. Es ist super lustig gemacht. Einmal von der Schreibweise her, weil wir nicht nur normale Kapitel haben, sondern auch Briefe, Zettel, E-Mails und so weiter. Und so setzt sich dann die ganze Geschichte zusammen. Die Erzählperspektive, wenn es dann normale Kapitel aus der Ich-Perspektive gibt, ist aus der von Bernadettes Tochter. Wahnsinnig lustig, schwarzer Humor, perfekt, wenn man sich gut unterhalten lassen möchte, aber trotzdem ein gewisses Niveau behalten möchte. Ich habe das Gefühl, das Licht dieses Videos wird relativ zweifelhaft sein, weil die Sonne immer mal wieder auftaucht und wieder verschwindet. Aber ihr könnt mich sehen, ne? Und ihr könnt die Bücher sehen, wir kommen zurecht. Sechstens, Dramas. Ein Charakter, ein Protagonist, der ein Drama, eine Drama-Queen oder ein Drama-King ist. Da musste ich erst ein bisschen überlegen. Sicherlich hätte ich da in Richtung Jugendbuch, New Adult einiges gefunden. Zeige euch aber grundsätzlich irgendwie lieber Belletristik, weil ich einfach glaube, dass das mehr Leute interessiert und anspricht und überhaupt. Und als ich dann erstmal so meine Bücherregale angeguckt habe, dachte ich, okay, eigentlich weiß ich genau, wen ich hier zeigen muss, beziehungsweise welches Buch ich hier zeigen muss. Und wenn ihr es gelesen habt und den Nachfolger gelesen habt, dann wisst ihr auch sofort, warum, glaube ich. Meine geniale Freundin von Elena Ferrante, von mir ja heiß geliebt, die ersten beiden Bände. Ich lauere schon auf den dritten, der ja leider etwas später erscheinen wird als ursprünglich vorgesehen. Hätte ich das gewusst, hätte ich mir, glaube ich, mit dem zweiten noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil so dachte ich, ja, ich kann sie sowieso flott hintereinander weglesen. Dann kann ich ihn ja direkt nach Erscheinen lesen und vergesse nicht wieder alles. Der Plan ist jetzt irgendwie nicht ganz aufgegangen, aber mein Gott. Hier konnte ich eigentlich auch relativ schnell anschließen. Ich finde, dass sowohl Lila als auch Elena beide so ihre dramatischen Seiten haben. Die ganze Geschichte ist im Grunde ein bisschen dramatisch. Diese ganze Freundschaft ist irgendwie dramatisch. Aber ich finde, gerade Lila ist eine extreme Drama-Queen. Sei es jetzt, wenn es um Neid und Eifersucht in der Freundschaft geht, sei es, wenn es um Männergeschichten geht, darum, wie sie sich selbst inszeniert. Und ich finde, davon kann man ja schon sprechen, dass sie sich selbst inszeniert. Eine große Empfehlung von mir. Ich weiß, das Buch oder die Bücher spalten die Meinungen. Ich fand es sehr, sehr großartig. Sie machen sich wunderhübsch im Regal von der Optik her. Und ja, es ist gut gemachtes Drama. Siebtens, Animated. Ein Buch mit Zeichnungen mit Cartoons auf dem Cover. Auch hier habe ich wieder eine Graphic Novel, und zwar Blankets von Craig Thompson. Auch wieder autobiografisch, sehr, sehr dick. Ich glaube, es sind irgendwie 500 bis 600 Seiten. Knapp 600, ja. Und es geht hier eben um die eigene Kindheit und Jugend des Autors. Das hat mich nicht so richtig überzeugt. Davon war ich ein wenig enttäuscht, weil es auch sehr viele Begeisterungsstürme gibt. Das Ganze hatte zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass es hier sehr, sehr viel um Religion geht, also um den Glauben des Autors oder darum, wie er damit aufgewachsen ist und wie ihm damit auch oft in vielen Situationen ein schlechtes Gewissen gemacht wurde.
Das kann ich auch lesen, obwohl ich selbst nicht besonders in der Materie drin bin, aber hier war es mir ein bisschen too much. Und auch die ganze Liebesgeschichte hier, ich hatte das Gefühl, da wird eine eigentlich eher, ich will jetzt nicht unbedeutende sagen, weil sie war ja wohl bedeutend genug, um diese ganze Graphic Novel darum aufzubauen, aber eine eigentlich nicht so herausragende Liebesgeschichte, ziemlich hochstilisiert, was im Grunde auch, denke ich mal, typisch so für Pubertät und Jugend ist, die, ja, große Liebe des Lebens ist es dann doch nicht und so. Aber wie es gemacht wurde, war irgendwie nicht mein Fall. Es ist so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte, aber die Aufmachung, also die Erzählung war nicht meins, wobei ich es vom Zeichnerischen her sehr gerne mochte. Achtens, Watch It Again. Ein Buch, eine Reihe, die ich rereaden möchte. Ich habe einige Bücher im Kopf, die ich gerne rereaden möchte in nächster Zeit. Reread ist immer so ein Wort. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon Weiße Oleander nochmal gelesen. Ich habe letztes Jahr die Teerose nochmal gelesen, wollte dann eigentlich mit dem Rest der Trilogie weitermachen. Werde ich bestimmt auch. Sollte ich auch, sonst kann ich die Teerose gleich nochmal lesen. Dann habe ich nämlich wieder alles vergessen. Was ich auch gerne nochmal lesen möchte, ist Das Ende von Alice von A.M. Holmes. Das ist ein Roman, der ziemlich hart ist. Er ist aus der Sicht eines Pädophilen geschrieben, der im Gefängnis sitzt und sich an sein Leben zurückerinnert und an seine Taten und auch Kontakt mit einer anderen Person hat, die pädophile Züge hat, und die beiden tauschen sich dann aus. Und ich weiß, dass ich es sehr gut fand, also natürlich sehr hart, sehr intensiv, aber wirklich gut, weil es auch absolut heraussticht, aber es ist eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe. Ich war einige Jahre jünger, nicht zu jung, würde ich behaupten, aber ich möchte gerne wissen, wie ich jetzt darüber denke. Sowohl inhaltlich als auch schriftstellerisch, wobei ich von der Autorin auch noch anderes gelesen habe, was ich mochte. Deswegen glaube ich, dass das bald mal wieder in meinen Händen landen wird. So. Wenn man den Satz anfängt und dann nicht richtig weiß, wie man ihn beenden soll. Neuntens, Documentaries. Ein nicht fiktionales Buch, das du jedem empfehlen würdest. Fand ich ein bisschen schwierig, aus schönem Grund, weil ich mich schwer entscheiden konnte. Ich lese nicht so viele Sachbücher und auch nicht so viele Erinnerungen, autobiografische Sachen und sowas. Aber die Dinge, die ich da habe in die Richtung, die mochte ich eigentlich alle sehr gerne. Was ich euch empfehlen möchte, weil ich auch glaube, dass ich über dieses Buch kaum gesprochen habe in meiner YouTube-Zeit, ist Schloss aus Glas von Jeanette Walls. Jeanette Walls verarbeitet hier ihre eigene Kindheit und ihre eigene Familiengeschichte, die sehr, sehr schwierig war und sehr unstet und nicht immer so einfach. Und es ist schriftstellerisch wahnsinnig gut gemacht. Man taucht komplett in die Geschichte ab. Ich konnte mich kaum von dem Buch lösen. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Zehntens, Action and Adventure. Jetzt wollte ich es auf Englisch vorlesen, ich übersetze eigentlich immer. Ein Buch mit viel Action. So. Hier haben wir Alle Familien sind verkorkst von Douglas Copland. Mein zweites Buch, das ich von ihm gelesen habe, das erste war Eleanor Rigby. Das ich nicht hier habe, ich habe es mir damals ausgeliehen und fand es sehr gut und es ist schon ewig her und ich könnte nicht mehr sagen, worum es geht, wenn ich ehrlich bin, aber ich fand es sehr gut, wollte schon länger mehr von ihm lesen und das hier ist so eins seiner bekannteren Werke, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es überhaupt noch aufgelegt wird. Also das hier habe ich definitiv gebraucht, gekauft, ich bin mir nicht sicher. Müsst ihr mal gucken. Und hier geht es um eine ziemlich verrückte Familie, die zusammentrifft zu einem großen Treffen und dann geht irgendwie ganz viel schief und das sind sehr, sehr skurrile Charaktere. Und das hier wäre gar nicht unbedingt ein Buch für mich, weil actiongeladen ist eigentlich gut. Wenn viel passiert, ist auch gut. Das mag ich auch total gerne. Skurril ist auch gut, aber es kann dann auch schnell in so eine Slapstick-Richtung abweichen. Das hier hat auch dann so eine leicht kriminologische Richtung. Es hätte total schief gehen können für mich, aber ich fand es sehr, sehr gut gemacht und deswegen mochte ich es sehr, sehr gerne. Und hier langweilt man sich auf jeden Fall nicht, weil wirklich ein Ereignis aufs nächste folgt. Fand ich sehr gut. Ich muss mal gucken, was es von dem Autor sonst noch so gibt. Auf jeden Fall viel Action auf positive Art und Weise. Ich äußere mich ja immer sehr negativ,
wenn ich das Gefühl habe, wie zum Beispiel bei Ethan Cross, dass es wie so ein Computerspiel ist, gemacht ist, so wie heißt, laufen, 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 Gegner laufen, laufen und so. Irgendwie so habe ich es ausgedrückt. Und in dem Fall war es nicht so. Gott sei Dank. Elftens, New Releases. Ein Buch, das gerade erst rausgekommen ist oder bald rauskommt, bei dem du es nicht abwarten kannst, es zu lesen. Das ist ein Buch, das gerade noch in Folie eingepackt ist. Und zwar von Marilyn Yalom und Theresa Donovan Brown, Freundinnen, eine Kulturgeschichte. Das habe ich als Rezensionsexemplar bekommen. Habe ich auf der Leipziger Buchmesse schon gesehen und es hat mich schon sehr interessiert. Das ist jetzt eine Neuerscheinung des BTB Verlages. Und ja, gerade sage ich noch, ich lese nicht so oft Sachbücher. Ich hatte mal wieder Lust auf ein Sachbuch und ich lese besonders gerne über Frauen tatsächlich. Vielleicht, weil ich eine Frau bin, nein, aber ich mag es einfach. Ich finde, da gibt es ganz, ganz viel zu erzählen, kulturgeschichtlich. Und hier geht es eben um Freundinnen im Laufe der Jahrzehnte. Und ich glaube, das wird sehr, sehr toll und interessant. Und hoffe, dass es unterhaltsam geschrieben ist, dass es mich nicht langweilt. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, bei mir zumindest. So, das war ein sehr großer Stapel Bücher zu den 11 Fragen des Netflix-Tags. Ich hoffe, für euch war es interessant. Ich tagge mal ein paar Menschen, weil... Also bisher habe ich den Tag noch nicht so oft gesehen, also kann ich mal wieder taggen und glaube nicht, dass alle den Tag schon gemacht haben. Ich tagge Sophie von First Hand, Anne von Literaturlärm, Ilke von Buchgeschichten, obwohl ich glaube, dass sie kein Netflix guckt, aber die Fragen kann man ja trotzdem beantworten. Sarah von Bookmarkt tagge ich auf jeden Fall. Ja, Madame Jenny hat ja auch schon einige getaggt. Wenn ihr Lust drauf habt, wie immer, macht den Tag sehr, sehr gerne. Und das war's dann von mir. Ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Ganzen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!